kann auch PlayStation-Emulation umswitchen und kann hier gleich PlayStation weiterspielen. Also so schnell läuft es halt beim 3GS nicht, weil es einfach komplett optimiert ist. Weil das ist halt der Unterschied, ob man jetzt nicht wirklich viel Mühe reinschickt und optimiert. Im Smartphone-Markt ist halt oft so, da kommt alle halbe Jahre ein neuer Prozessor raus, da haben die Hersteller keinen Bock, das zu optimieren, die sagen einfach, kauft euch ein neues Teil. Ja. Aber die Prozessoren sind eigentlich gut genug, weil wie gesagt, ich kann jederzeit hin und her switchen. Ich kann auch Android drauflaufen, dass wenn ich Android spielen will oder eben alle alten Klassiker bis inklusive PlayStation. Cool. Wie viel soll sowas kosten? Diesmal 440 Euro. Also iPad, ungefähr. Ungefähr, genau. iPad, 60 GB mal im Fall. Ja, aber ich kann hier SD-Karten reinstecken, bis zu 256 GB, wenn ich will. Was ist mit UMTS? Ist nicht drinnen, aber ich habe einen USB-Port und könnte einen 3G-Stick reinstecken. Und der würde auch auf Akkern feiern? Es kommt auf den Sticker, nicht alle Sticks laufen unter Linux, aber die, die unter Linux laufen, würden unter Linux funktionieren. Also normaler Huawei-Stick, die aktuellen USB 2.0 Dinger, die laufen. Ja, cool. Wobei ich habe eigentlich immer mein Handy in der Tasche und habe da meine UMTS-Verbindung mit Bluetooth. Das heißt, wenn ich in der Tasche rumrenne, kann ich es mit Bluetooth nutzen. Ja, und WLAN auch. Wie heißt das? Ich habe